Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Hearthstone in der Arena. Der Schurkenhexmeister ist am Start und 4 zu 2. Ich bin schon lange zufrieden mit dem Deck, beziehungsweise mit dem Erreichten mit diesem Deck. 5-2 wäre jetzt nochmal für mich das i-Tüpfelchen. Und bin langsam Fan, glaube ich, von Valera gegen Arena Uta. geworden. Vor allem dieses Dual Ich macht schon werde Spaß. ehrenhaft kämpfen. Seid auf der Hut. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, wo ist denn die? Gut, die beiden können weg hier, ja, die brauchen wir nicht. Die sind okay, die nehmen wir. Bei Entweiten, ja gut, wenn er so ein Murloc-Deck hat, kann das ganz cool passen, wenn er das relativ zügig vollkriegt. Er hat aber auch zwei von drei Karten weggebratzt. Ganz gute Starthand. Spielen wir mal in einer, bitte. Ich will Karte. Coint man und holt sich eine neue Karte? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir machen nichts. Wir sammeln Karten. Das war ein Missplay in der letzten Runde, ey. Spiele ich den zuerst? Dieses Combo gedönst. Mann, Mann, Mann. Oh, ich glaube, den will ich. Den will ich direkt weghaben. Weil der nervt halt ständig, ja? Aber es gibt Ich keinen frage guten mich, ob Play dafür. Ich kann nicht Karten ziehen und Seelendieb machen, aber nur Seelendieb ist halt auch dumm. Ich spare. Spar mir drei Schaden. Ja, Quatsch, was hätte ich denn hier? Fast falsche Karte gespielt. Hätte man auch machen können, aber wäre viel zu Muss mich bald bescheuert. entscheiden. Natürlich hätte man auch einen Wein machen können und die, aber das für eine Karte. Zwei Karten Sonst werde aufgeben ich oder seine sogar Mutter drei Karten, die verlieren. Coin sogar noch aufgeben. Dafür wäre ein bisschen Quatsch gewesen. Aber auch den wollen wir weghaben. Da gehen wir Face. Gibt es noch was Besseres? Der ist wieder Quatsch. Ne, wir machen das. Los geht's. Alles gut. Die Waffe ist mein. Wir kommen erstaunlich schlecht raus gerade. Den Coin aufheben. Raus aus meinem Das erste Mal, dass wir diese Kombi spielen können hier. Zack. Moin. So, spielen wir die Waffe. Macht zwei Schaden, kriegt den nicht down. Los geht's. Ich glaube, wir wollen den auf jeden Fall schon mal drei Schaden zufügen. Können wir nämlich zur Not den hier. Das ist ein Schaden. Geben wir unserem Bären nicht Ohren. Den traden und den legen. Los geht's. Board is mine. Moinsen. So, wir sind zwar bei 21, aber alles okay. Board ist geklärt. An dem wird er jetzt auch erstmal nicht so wahnsinnig schnell vorbeikommen. Spiegelbild okay. Okay. Raus aus meinem Dschungel. Ich glaube, wir nehmen den größeren hier.
Den sperren wir uns an. Wie ziehen wir nochmal eine Karte? Ne, okay. Greifen wir den an? Ja, gut, wir haben hier einen liegen. Er geht auf 2 runter. Die Waffe kriegen wir so oder so nicht weg. Wir können es halt nicht ändern. Sind in der nächsten Runde bei 7. Mal gucken, wenn er einen fetten rausspielt. Ne? Dann haben wir den auf jeden Fall in der Hinterhand. Den kriegen wir in jedem Fall down. Ich kann den einmal pimpen hier. Winzorn, okay. Winzorn 4-6 ist natürlich schon mal ein bisschen ätzend. Winzorn. Für einen fetteren könnten wir uns den nochmal machen. Den haben wir noch 3 Mana. Kann natürlich rein. Ziehen nochmal eine Karte. Und auch machen. Und ignorieren können wir auch. Er hat Windzorn, er geht da zweimal, also einmal, dann auf 5, ist auf 4. Ich glaube, wir wollen ihn weg haben. Das ist zu gefährlich, dass er die wegpatzt. Wir bleiben bei 6 Mana. Ist das gut? Er hat kaum Karten. Doch, komm mal weg. Wir haben immer noch so ein Hard Removal. 2, 4, 6, 8. Eine ziehen wir noch. Ich glaube, das ist okay, wie wir es gespielt haben. Jetzt, wenn er gleich nochmal einen fetten raushaut, dann können wir den direkt wegpratzen. Ja, okay. Das musste irgendwann kommen. Aber er hat 4 Mana dafür investiert. Das ist gut. Es fehlt ein einer Drop, dann könnten wir Board clearen. Aber nur einmal, okay. Da kommt er so einfach nicht vorbei. Also mal kurz überlegen. Ich glaube, ich hau den raus. Ja, der kann doch mal cool werden. Ich glaube nicht, dass er an 2 Sportkarten vorbeikommt. Sagt, was ihr zu sagen habt. 1, 2, 3. Ja, jetzt wäre es soweit. Aber ich will natürlich nicht mein Board clearen, genau, er cleart seins. Genau, weil er so viel Schaden nicht nehmen möchte. Den wir kamen. Der braucht. Zack. Der rein ist auf 2. Jetzt fehlt er dann. Wir könnten nochmal einen Spot legen. Ich nicht bereit. Müssen wir ihn beschützen? Greife ich jetzt mit meinem an? Das, ich glaube, ich möchte ihm mehr Schaden zufügen. Da haben wir so ein bisschen, wenn er gar nicht angreift, was ich mir nicht vorstellen. Obwohl, das ist ein. Doch mit Ping. Mit Ping kann es Sinn machen. Also, so haben wir den auf jeden Fall so weit, dass wir den Drachen spielen können. Nee, okay. Ja. Wenn wir den Drachen vielleicht trotzdem haben. Oder? Müssen wir gar nicht spielen. Wir können uns hier noch aufbewahren. Ne, den wollen wir nicht spielen. Sind bei sie. Wir können auch eine Karte ziehen. Ich freeze mich einmal. Alles gut, wir sind bei 12 Leben. Da kommt er, glaube ich, erstmal so schnell nicht vorbei. Die Rechtschaffen
Okay. Die Waffe ist irgendwie uncool. Da müssen wir aufpassen. Alter Schwede. Die Waffe kriegen wir auch nicht weg. Das heißt, er heilt sich so oder so jetzt einmal voll. Das ist nicht gut. Die macht 5. Den kriegen wir nicht weg. Den kriegen wir weg hiermit, aber wollen wir das? Ich glaube nicht. Aber ich möchte auch nicht verstohlen sein, ehrlich gesagt. Alter, er hat 5. Ah, Mann, ist der. Der ist unsicher. Damit rein. Oder wiederbeleben. Aber kriegen trotzdem 5. Könnte ein bisschen früh sein. Na los, wir geben ihn was, aber ich glaube, er wird eh face gehen. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Wir haben auch keinen. Eieiei. Haben wir darauf eine Antwort überhaupt? Irgendeine? Den bräuchten wir. Das sind 5. Er hat 6. Kann rein traden, wenn er ein Spot. Der muss halt Spot werden, ansonsten habe ich eh verloren. Kann den spielen, der bringt mir aber nichts. Kommt mit der Waffe und tradet rein. Oder halt ein Zauber. Das möchte ich trotzdem noch. Dann sind wir auf 14. Trade rein, dadurch ist er weg. Dann kann er mit Face Waffe. Okay, das ist ärgerlich. Alter Schwede. 1, 2, er hat einen Schaden zu viel. Okay, wir können, wenn wir den spielen. Was ist jetzt sicher? Hat er Gegenzauber? Ich frage mich, ob. Er hat nur 2. Ich muss ihn spielen. Und gucken, was er hat. Oh no. Ach, scheiß drauf. Ah, 9 Schaden. Scheiße. Naja, da. Ja, war nicht so gut gespielt. Oder er hat's auch gut gespielt, keine Ahnung. Habe ich so viele Missplays drin gehabt? Ich glaube, mein Problem war einfach, ich war immer nur der, der reagieren musste. Und habe ihn nie so wirklich vor eine Aufgabe gestellt, das war mein Problem. Ich hatte hier den verstohlenen Typen stellen müssen. Giftig. Dass er den zweimal hat, die Statue, war natürlich auch mega krass. Naja, gut, okay. Ist wie es ist. Ich hatte eh gesagt, also 3 Siege fand ich schon gut. 4 Siege war umso besser. 5 wäre natürlich toll gewesen, weil es, glaube ich, die Belohnung ein bisschen besser gewesen wäre. Alles gut. So, wir haben eine Packung. Und die machen wir auf. Wollen wir noch? Wir runden auf hier auf 4.
Gib mir mal 4, bitte. Wo machen wir das? Hier? Ah ne, 4. So, so rum. Kaufen. Dann machen wir 5 Packs auf. Dann ist die Folge auch wieder schön lang. Was sich häufig gewünscht wurde. Und dann gibt es sicherlich auch mal bald wieder ein paar Laser-Folgen. Ja, öffne mal ein bisschen zügiger. Wir sehen ja, ob ein Legendary dabei ist. Eine epische, die dunkle Seite. Und dann haben wir schon wieder fast 1000 Dust. Auch nicht schlecht. Pinguin! Wup, wup. Keine dabei, was ist da los? Give me your legends. Ups. Und den Rest, das restliche Gold sollten wir jetzt mal sparen, fällt mir gerade ein. Für die nächste Erweiterung. Kommt bestimmt in die Kommentare. Ne, müssen wir für die nächsten, wir müssen jetzt ordentlich Gold scheffeln hier, für die nächste Erweiterung, die kommen wird. Mein Standpunkt, ich habe ziemlich viel voraufgenommen wegen Arena. Ich bin gerade am 1. November hier mit der Aufnahme, also das heißt, wir sind jetzt schon ein paar Tage drüber. Jetzt müsste aktuell auch schon die neue Expansion, die rauskommen soll, veröffentlicht sein. Also zumindest einige Infos müssten eigentlich schon rein theoretisch da sein, weil sie meiner Meinung nach am 3.11. kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es sehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich muss nochmal aufstoßen vom Eistee. Euer Gonchi. Tschüss.